Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3 mit einem wunderschönen Wasserfall, nicht? Das sieht richtig nice aus. Dieses Bild gerade, wenn jetzt die Map unten noch weg wäre. Toll. Erstmal mit dem Messer schlagen. Das sieht richtig nice aus. Boah, und vor allem, wenn die Map weg wäre. Du könntest nicht erkennen, dass es Far Cry ist. Du könntest es nicht erkennen, oder? Kann man die Map ausblenden? Kann man die irgendwie ausblenden? Ich probiere es mal gerade. Gameplay? Angriffssituationsziele und Waffenmarkierung. Ha. Steuerungsschema. Ah, lol. Ach, man kann. Ach, lol. Man kann auch tatsächlich das Autofahren auf R2 legen. Standard und umgedreht. Nee, Standard umgedreht. Linkshändler. Oh, cool. Das ist ja eine gute Funktion eigentlich. Nice. Ich bleibe aber trotzdem mal beim Standard einfach. Wo ich eigentlich theoretisch mit dem Alternativen? Ganz ehrlich? Ja, komm, wir machen mal. Bleiben mal bei Alternativ. Dann können wir mit R2 fahren. Ja, für mich ist R1 und L1 ist halt immer schießen und zielen. Darauf dann auch fahren zu müssen, ist halt ein bisschen komisch. Oh, Hallöchen, ihr zwei kleinen Kisten. Mit einer geilen Goldkette. Auch voll die schöne Höhle auch. Mit dem Wasserfall hier. Der wunderschöne Wasserfall, nicht? Ich wünschte, ich könnte so fließend sprechen. Wenn ich das möchte, sage ich mal. Ich würde es nicht als Hauptsprache, würde ich es nicht sprechen wollen. Ist das sächsisch oder ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gar kein Plan, ey. Oh, ist das angenehm jetzt mit R2. Das ist halt mega geil. Es fühlt sich so smooth an. Okay, ich würde sagen... Hier wartet noch ein Relikt auf mich. Aber ich möchte eigentlich gerne wieder auf den Berg hoch. Also eigentlich nach hier wieder. Okay, das Relikt können wir zwar trotzdem mal gucken. Wir müssen halt auf die Straße achten, wo hier Wege rumführen. Was steht hier mitten auf der Straße, ihr Spacken? Hier ist ein Weg, guck mal. Ich wollte eigentlich das Relikt holen, aber... Was passiert mit meinem Auto gerade? What the fuck? Voll die Reifen durchdrehen. Ach, wie die Reifen durchdrehen. Du hörst richtig, wie die Reifen am Abradern sind. Ich hasse es, dass diese Straße nicht auf der Karte markiert ist. Da muss man ja aufpassen beim Fahren. Aber ich komme immerhin hoch. Immerhin. Ich komme nach oben. Was ein Weg. So, wir sind jetzt wieder oben. Ich würde jetzt gerne dahin. Achso, hier ist der Typ wieder, ne? Mit seinen Aliens. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Fahr mal hier runter. Gab es hier nicht noch einen zweiten Weg? Also der von der Straße hier wegging?
Wait. Toll. Nee. Nee, gibt's nicht. Okay, dann müssen wir wieder umdrehen. Aber hey, der hat einen geilen Rückwärtsgang, muss ich sagen. Also der kann richtig geil rückwärts fahren. Und ja, der Lenkradius ist auch nicht so ultra riesig. Alter, was der für Geräusche macht. Wie komme ich denn weiter nach oben? Cool, da ist er ja wieder. Oh, ich sollte hier hochfahren. Ja, wir kommen dem Ziel näher. Komm mit Full Power. Ja, toll, wenn ich gegen so einen scheiß Baum ratter, ist das natürlich nichts. So, wie komme ich in diese scheiß Kisten? Hier kann ich hochlaufen. So. Wir sind tatsächlich schon fast ganz oben. 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 Obi-Wan Kenobi. Den habe ich schon mal gebracht, ne? Ja. Alter, ich dachte gerade, was ist denn jetzt? Ja, schön, dass die komplett irgendwo unten in irgendeinem Loch ist. Wo ist diese Kiste? Ah, die ist ganz oben. Ja, das ist gut. Dann holen wir erstmal die Kiste. Die Kisten, die immer ganz oben am Berg sind. Oder die auf der Karte so aussehen, als ob sie ganz oben auf dem Berg sind. Das sind immer die schlimmsten Kisten eigentlich. Die besten Kisten sind die, wo du einfach darauf zulaufen kannst und sagen kannst, hey, ich hab die Kiste. Und dann einfach looten und weitergehen. So, ich will mich jetzt einmal hier oben hinstellen. Voll schön hier. Kann man nochmal die Insel überblicken. Da ist noch das letzte Lager, was wir brauchen. Glaube ich. Dann ist diese Insel schon geklärt. Da hinten ist auch noch ein Lager, glaube ich. Und da ist die zweite Insel. Ja, wir gehen einfach hier runter, ne? Ich frage mich, ob hier jemand lebt. Hm. Der hatte ein paar Löffel zu viel. Kleiner Generator. Yo. Mit einer Schutzweste noch. Was ist das denn hier? Das ist ja voll crazy. Das ist ja sogar ein richtiges Haus. Habe ich gar nicht gemerkt. Mit Beton und allem. Und hier ist einfach so eine fette Radarstation. Ja, moin. Agent Willis oder was habt ihr hier gebaut? Vielleicht einer seiner Kollegen, ne? Okay, hier ist noch eine Hütte, aber hier kommen wir in die Leiter nicht rein. Schön. Cool auch. Geilste Position einfach hier oben, ne? So, die Kiste ist 3000 Kilometer in der Tiefe. Und die andere... Weit, wo ist das Relikt? Das ist ganz oben auf dem Berg. Da könnten wir eigentlich hinfliegen, ne? Ganz ehrlich, wir sind jetzt oben auf dem Berg. Dann mache ich jetzt doch zuerst alles, was oben auf dem Berg ist, oder? Da gehe ich doch erstmal nach da. Fliegen wir erstmal zum Relicht. Relicht! So, die sind zwar auch noch kacke zu erreichen, aber ich glaube, man muss einfach nach da, zu diesem Ort. Und dann kommt man hier irgendwie in so eine Höhle rein. Genau wie da. Würde ich mal schätzen. Und ich würde mal auch schätzen, dass tatsächlich hier, entweder ist das hier eine Straße, die hier so lang geht, bis nach hier, oder dass die hier vielleicht auch nach oben geht. Keine Ahnung. Da ist auch noch ein Gleiter. Ah ja, nice. Nice, gelandet. Ho, hey, ho.
Nice. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Wir sind gar nicht so weit entfernt von diesen Kisten. Aber die sind, die ist irgendwo ganz weit unten, ne? Die aber auch. Hm. Ich laufe jetzt trotzdem mal in die Richtung. Einfach weil ich glaube, dass das Relikt vielleicht hier sein könnte irgendwo. Ah, das ist irgendwo hier unten. Gut, die ist irgendwo ganz weit unten. Das ist auch ganz weit unten. Dann würde ich eher zuerst zu der hier gehen, weil die noch weiter oben ist. Und was schön ist, dass wir in dieser Hütte tatsächlich so einen geilen Körperpanzer gefunden haben. Nice. Könnte man sich tatsächlich auch öfters mal kaufen, weil das Ding schützt schon sehr gut. Aber eigentlich will ich das nicht kaufen. Eigentlich will ich das ja nicht kaufen, nicht? So, wie komme ich an dich ran? Hier ist tatsächlich sogar eine Straße. Aber wie komme ich an dich ran? Entweder ist hier jetzt gleich eine Höhle. Was ich hoffe. Ja, hier bei dem Baum könnte so eine geile Höhle sein. Hier ist aber keine Höhle. Doch, hier ist ein Tempel. Tada. Oh Gott, Alter. Voll der alte Tempel. Hi. Na? Schade, ich wollte den anderen Fuß auch noch abschneiden. Rote Kiste. Nice. Schöne Sache. Yes. Raus aus der komischen Cave. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Dann können wir zu der da gehen. Zu der da. Da können wir einfach hier runter, ne? Hier ist auch so ein Weg wieder, ne? Ich will auch aber gar nicht wissen, was dieser andere Berg... Oder ist das der Berg hier schon der höchste? Könnte sein, ne? Oh. Ja, ist egal. Kommst hier eh nicht rein. Für eine scheiß Kiste hier rein, ne? Das ist halt so blöd, ey. Wo ist er hin? Jag mal die Wildschweine hier. Jag mal nicht mich, sondern jag mal die Wildschweine. So, hier könnte eine Höhle sein mit dem Stein. Ah, ich glaube, da ist auch eine Höhle. Ich kann schon Höhlen predikten. Das wird wetten, dass das alles mal ein Tempel war. Von hier bis zu dieser Kiste. Dass das so ein Ding war. Mal gucken, wie eingestürzt das ist. Das könnte echt noch sein, ne? Hallo? Ah. Ich dachte gerade, ich komme nicht mehr raus. Holy shit. Gut. Dann... Ja, wir haben den Berg geklärt. Das ist schon mal sehr nice. Ich würde dann gerne später von Bad Town aus nochmal losgehen. Hier die Sachen snacken. Hier die drei.
hier zu dem See. Ah ja, der See ist ja, der ist ja die Fake-Kiste. Und hier dann nochmal runter. Oder vielleicht von hier unten tatsächlich hier diese Straße einfach hoch, weil dann komme ich an das Relikt dran. Ich komme an diesen Ort und ich komme da dran wahrscheinlich. Da muss ich wahrscheinlich in diese Höhle da. Da ist eine kleine Höhleneingang und da ist ein kleiner Höhleneingang. Das wird wahrscheinlich entweder so passieren. Und dann können wir noch hier den ganzen Bereich snacken. Joa. Hier sind noch zwei von diesen Jagdaufgaben. Hier oben ist auch noch eine. Pfad des Jägers. Wann kommen die Kisten? Hallo? Ah, jetzt. Jetzt kommt der Loot wieder eingeblendet. Ja, und diese Tour möchte ich halt auch gerne machen, dass wir hier diese ganzen Kisten da holen. Das wäre sehr nice. Nice wäre das. Nice. Die untere Insel lasse ich mal außen vor aktuell. Ich würde jetzt gerne hier das machen. Hier. So, diesen Bereich. Den würde ich gerne geklärt haben. Das heißt, wir können eigentlich... Wir können doch einfach... nach hier reisen. Nach da... gehen einfach hier hoch, holen uns das Relikt, gehen hier hin, holen uns den ganzen Schmuh, dann hier rüber auf das Ding, holen uns das, gehen hier hin, holen uns das, das und die drei Kisten. Ja. Würde ich bevorzugen. Und dann... Ja, wenn wir ein paar Kisten gemacht haben, dann würde ich wieder so ein paar, Gesucht tot und diese Jagdprüfung noch machen. Das wäre auch nice. So, jetzt kaufen wir jetzt erstmal die Shredder. So, ich würde die gerne vergleichen eigentlich mit dem Sturmgewehr. Das Problem ist, die kann man nicht vergleichen. Der Schaden ist tatsächlich bei ihr hier höher, muss ich sagen. Und ich würde gerne das Sturmgewehr, ja, anpassen. Optisches Visier wegnehmen und Reflex- oder Rotpunktvisier rauf. Weil, ich mag das nicht, dass man, wenn der blaue Punkt über dem Kopf ist, siehst du den Kopf halt einfach gar nicht mehr. Also entweder das Reflexvisier mal dran tun, mal gucken, wie das aussieht, oder das Rotpunkt. Einfach nur zu gucken, wie es aussieht. Ob es vielleicht besser ist. Weil Reflex mag ich schon sehr gerne. Ist doch nicht so, Ultra, ich mag das orange Visier einfach. Ich mag das einfach. Wo zum fucking Shit muss ich denn jetzt hin? Ich muss den ganzen scheiß Berg nach oben? Okay, ja, hier ist ja ein Auto. Hier wäre mir tatsächlich lieber, wenn ich einen Quad hätte. Weil in Quad komme ich wesentlich einfach einen Berg hoch. Als mit so einer Schluddel hier. Okay, wo muss ich denn langfahren? Ist die Straße direkt hier? Ja, die geht durch das Lager durch. Alles klar. Ho, ho, ho. Die Frage ist, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ah, hier. Hier geht's weiter. Alles klar. Ah, wieder so eine Rutschkarre, ne? Alter, wie die Reifen einfach durchdrehen. Ich hasse dieses Auto, ne? Alter, du kannst aufhören mit dem scheiß Geräusch. Endlich. Oh Gott. Was tue ich hier? WTF. Kannst auch nicht ohne, dass die Reifen durchdrehen, kannst du nicht mal das Auto starten.
Hey, wait, ich war falsch. Das ist so eine Schrottschleuder, dieses Ding hier. Boah, jetzt einmal den Berg runter, ne? Ich fahre gerade auch nur auf Karte bald. Ja, sorry, ich habe so eine Schrottschleuder. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Ja, lauf mir doch in die Füße! Genau! Ich steige jetzt aus hier, ey. Wo bist du, du Scheißkiste? Unter mir. Okay, das heißt, dieser Stein ist eine Höhle. Dann hätte ich noch weiterfahren können, theoretisch. Aber hier ist ein neues Auto. Ja, ein Quad. Ich bin tatsächlich froh über einen Quad. Ich habe lieber einen Quad als dieses Scheißding da. Könnte auch ein DLC sein, tatsächlich. Oh, ein Quad. Ich bin tatsächlich froh über ein Quad. Das hätte ich auch nicht mehr erwartet. Ja, ich glaube, wir können ja folgen. Hier der Straße einfach. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich schalte das wieder um. Mit dem... Weil der R2 bei mir packt manchmal nicht richtig. Deswegen gehe ich wieder auf R1, weil da bin ich wenigstens sicher, dass ich umkippe. Da bin ich wenigstens sicher, dass ich Gas gebe. Es funktioniert ja auch. Es geht ja auch. Jetzt sagt er mir, es ist wieder unten. Hombeuer, hey, ho. Alter. Weg mit dir. Ho, hey, ho. Und das ist tatsächlich ein abgestürztes japanisches Flugzeug. Nice. Also nicht nice für den Japaner, der damals abgestürzt ist, aber trotzdem eine coole ja, Area, nenne ich es jetzt einfach mal. Wo ist der Brief? Der Brief ist ganz weit im... Oh, das ist ganz unten. Oh Gott. Ich folge mal dieser Strecke einfach, oder? Ich glaube, das ist ein guter Weg nach unten. Ja, das ist ein sehr guter Weg. Oh, Alter, ich bremse. Nein, nein. Was? Was? Was zum fucking Shit, Alter. Habe ich mich eben noch über den Quad gefreut? Jetzt hasse ich es wieder. What the fuck, einfach diese Steuerung von diesem Spiel auf der PlayStation ist Schmutz. Einfach nur Schmutz. Komm, hier schaffst du es aber hoch. Ja, immerhin. Immerhin an der Latte schafft. So. Hier ist irgendwo der Brief. Oh, crazy. Hier ist so ein Lager einfach. Cool. Sehr, sehr cool. Nice. Mogis. Ich habe einfach Mogli gelesen, aber okay. Dschungelbuch ist nicht hier. Doch, eigentlich schon, ne? Ja, ihr seid das Letzte. Ihr könnt nicht mal fahren. Moin. Ich habe nur einen Kumpel ein bisschen angefahren. Mein Freund. Jo, mein Freund, alles klar. Mein Freund.
Der andere Typ liegt einfach am Boden so, ich sterbe. Er sagt einfach zu mir, mein Freund. Ja, dann lauf mir doch nicht vor die Füße. Oder vor die Reifen. Hilfe. Wir kommen doch recht gut voran mit dem Quad. Aber Alter, eben als ich habe gebremst und dann bin ich auf einmal 300 km/h rückwärts gefahren. So, wo ist die Kiste denn? Ich habe mich fast überschlagen mit dem Ding. Null. War ich hier schon mal? Ja, alles gut, Jason. Alles gut. Das ist ganz normal. So fährt man Quad. So. Holen wir noch eine Kiste oder was? Die eine kleine können wir noch snacken. Es ist ja eh über der Zeit. Dann kommt es auf die eine kleine Kackkiste auch nicht mehr an. Bin ich denn hier? Warum sind hier nur zwei Kisten? Warum leuchtet die Lampe hier? Das geht so nicht. Schade. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mit irgendwas, keine Ahnung, wahrscheinlich auch noch eine Nebenmission, die wir hier irgendwo finden. Oder ein paar Tier- und Gesucht-Tot-Dinger. So, bis zum nächsten Mal.